Folge Nummer 44 von Oxygen Not Included. Ja, wir müssen mal schauen, was wir machen. Ne? Wir haben keinen Plan, habe ich ja gesagt. Und wir haben auch letztes Mal gesehen, dass wir sowas hier abschalten wollen, dass das priomäßig auf 1 kommt und dass die Pumpe zum Beispiel überhaupt nicht mehr laufen muss momentan, weil die uns sowieso nichts bringt. Da oben bei der Deaktivieren ist dann angesagt. Wir müssen gucken, dass wir Sauerstoff noch kriegen. Das ist viel wichtiger. Wo ist hier sowas mit Sauerstoff? Da zum Beispiel. Okay, das bedeutet, darunter muss erstmal die Prio erhöht werden, dass das wieder richtig steht. Aber das ist schon auf 9. Das heißt, da geht es auch nicht voran. Das läuft eigentlich alles hier von selber, in Anführungsstrichen. Hier kommen wir nicht hin, aber doch, da würden wir hinkommen sogar. Wo ist unser Puft? Da ist er. Der geht aber jetzt nicht darüber. Er macht da, zieht er sich den Sauerstoff rein, ne? Der ist aber bestimmt glücklich, ne? Ach, schade, er ist fast rübergegangen, ne? Das wäre ja schön, wenn er da mal in den Raum reingeht, weil da soll er eigentlich drinne sein. Untätig, wild, glücklich, hungrig. Oh, jetzt ist er schon in der Tür. Ne, leider in die andere Richtung gegangen. Gut, aber da hat man, glaube ich, auch gesagt, hier, das ist wichtig, dass das wieder läuft, ne? Strom. Ach, warte mal, was ich machen wollte, ist der Zeitplan. Den wollte ich nochmal ein bisschen korrigieren. Und zwar hier mal den Jungs ein bisschen mehr Freizeit gönnen, damit der Stress vielleicht ein bisschen weniger wird, ne? So, da geht's erstmal, ne? Da ist keiner drin, das kann aber ja noch werden. Da ist auch keiner drin, kann aber auch werden. Da ist eine Nachtschicht angesagt. Okay, lassen wir erstmal so. Dann sind die ein bisschen mehr ausgeglichen vielleicht. Aber das, was er hier hat, das können wir auch nicht mehr ändern. Ja, was ist denn mit Verhungern? 2 haben wir und wir haben nichts zu essen. Hier ist aber auch nichts zu essen. Was ist das hier? Außerhalb von Gewächshaus. Ach, hier ist irgendwo was kaputt. Ah, da oben. Ja, dann kann das auch nichts werden. Hassan liegt da noch. Ich glaube, wir müssen mal grundlegend etwas ändern hier. Wir machen mal die Prio komplett hier auf 1. Erstmal. So, hier müssen wir noch, so, jetzt haben wir das alles auf 1, mache hier auch noch 1, wenn da zwar nichts mehr von uns ist. So, jetzt haben wir die Prio in der Hinsicht erstmal geändert. So, jetzt kommen die wichtigen Dinge auf 5. Und zwar hier das Essen machen. Warte, dann haben wir hier oben ja noch das weitere Essen. Das machen wir auch auf 5. Und dieses hier machen wir auch auf 5. Genauso wie das hier auf 5. Das ist ja auch wichtig. Hier ist noch was zu essen. Machen wir auch auf 5. Und hier ist noch was mit Essen. So. Das wäre auch noch auf 5, weil da gibt es ja Sauerstoff. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorankommen dann. Okay, damit die nicht verhungern, kommen die auch auf 5. Hier das Wischen ist erstmal nicht so ganz so wichtig. Hier oben ist es... Ja, hier ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das auf 5 machen und das auf 5 machen. Das wollen wir ja erstmal weiter vorantreiben. So. Jetzt müssen wir gerade den Strom mal gucken. Welcher Strom hier...
wofür wie funktionieren soll. Hier ist der Strom für das und für den Herd. Das heißt, das muss hier auch hoch. Das muss hoch. So, nochmal Strom. Ja, hier. Mach das auch mal, genauso wie den. Und das haben wir gesagt, muss sowieso fertig werden, genauso wie der. Ah, hier sind noch Pflanzen. Die auf jeden Fall auch auf 5. Alles andere ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Hier gibt es auch noch Nahrungsmittel. Die kommen auch auf 5. Und hier unten machen wir 5, weil der pufft da irgendwann hinkommen könnte. Diesen Baum wollen wir auch noch voranbringen. So. Hier unten ist der Reiniger. Den sollten wir vielleicht auch benutzen oder anmachen. Das haben wir. So, jetzt wird auf jeden Fall erstmal hier was repariert. Das ist schon mal gut. Naja, das ist jetzt repariert worden. Fangen tun aber gerade 4. Da wird runtergerutscht. Ist aber auch schon schlecht. Hier wird geschlafen. Die haben ja alle keinen Sauerstoff. Wir müssen noch uns um Sauerstoff kümmern. Also das heißt, hier müssen wir nochmal anmachen. Wo kommt da der Strom weg? Nicht von hier unten. Kommt von da. Okay, den haben wir aber auch schon eingestellt. Jetzt läuft die Pumpe auf jeden Fall wieder. Aber nicht sehr lange. Er hat ein Level up gehabt. So. Er lässt sich massieren, das ist schon mal wichtig. Dann ist er auch glücklicher. Nicht so gestresst. Gut, da geht leider nichts mehr. Hier das Essen, da kümmern sich jetzt drum. Aber wir haben Hunger 5. Er geht duschen. Warum... Das mit dem Essen wäre jetzt noch ganz sinnig, ne? Was ist jetzt mit Strom? Aber Strom ist da... Ach hier, der Generator könnte noch das... Könnte noch auf 5, aber... Ne, der ist leer, da müsste noch was rein. Die sind beide am Laufen. Hier ist noch ein Hamsterrad, das machen wir jetzt auch auf 5. Oh, der Pufflet ist da drin. Dann abschließen. Oder, ja, abschließen. Und den können wir dann normal machen auf Auto. Läuft der jetzt da oben rum? Und das Abschließen musste jetzt aber mal ganz schnell auf 9 gemacht werden, ne? Die Tür bitte einmal und auf 9, ja, ist aber auch. Irgendwie hat das nicht geschafft, glaubt, da ist kein Sauerstoff. Kommt der da hin oder kommt der da nicht hin? Das ist die Frage. Nee, gibt es keinen Sauerstoff, oder? Er kommt da jetzt hin.
Okay, die Tür ist zu und wird auch abgeschlossen. Sehr gut. So, da braucht keiner mehr lang. Oh. Ja. Bubbles ist gestorben. Irgendwo gab es was zu essen, aber leider hat Bubbles das nicht mehr erreicht. Hier gibt es jetzt Pflanzen, die wir abernten können, damit was zu essen kommt, aber... Ja, leider nicht so richtig. Aber hier sind noch welche. Und da sind auch noch welche. Ich weiß nicht, warum die nicht erreichbar gerade sind. Hm. Drei. Strom ist da. 9,7. Ihm geht's gut, oder wie sehe ich das? Was haben wir denn da noch für einen Cyber-Hatchling? Ne, den können wir ja nicht rausmachen, dann wird er sterben, glaube ich. Wie sieht's denn hier oben mit der Kühlung aus? Na, da passiert nichts. Na, er läuft auch schon wieder runter. Ja, das heißt, wir haben 15 gehabt. 6 sind's noch, das heißt, wir haben 9 Grabsteine. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer ist noch frei. Ist das hier? Der Markkappe, okay. Was macht er? Er erholt sich gerade. Wie sieht es denn mit Sauerstoff überhaupt hier aus jetzt gerade? Oh, schlecht. Hier gibt es Sauerstoff. Selbst hier. Okay, Duplikant gestorben. Bird. Die beiden sind am Trampeln. Wir kriegen ja was hin, aber das mit dem Essen ist noch ein Problem. Ne? Hier ist das Ding ins kaputt. Ja. Mach das mal auf 2. Okay, da ist ein Duplikant, der was. Ah, was haben wir jetzt hier? Duplikantenfertigkeiten. Aber die sind schon nicht mehr, weil... Ja. Wieso ist das hier? Zeig doch hier an. Fertigkeitenpunkte verfügbar, aber sind sie nicht, weil derjenige, der bei dem die Fertigkeitenpunkte waren, wahrscheinlich schon gestorben ist, ne? Hoher Stress. Ja. Er macht Essen. Die Bank wäre jetzt mal... Ah, da geht auch jemand hin und dann bauen wir den Stress ab, aber der konnte leider nicht ganz lange machen, weil der Strom aus war. Das ist schon wieder schlecht. Bird ist verhungert. Hatten wir schon. Sind nur noch 5 oder wie sehe ich das? Okay, da ist ja schon wieder einer gestorben. Aber wieso klappt das jetzt mit dem Essen nicht, Mann? Hier wächst es, da ist sogar was zum Abernten. Haben wir keine verbesserte Landwirtschaft. Hier ist doch ein Landwirt da. Da war jetzt hier doch einer... Ja, der kann auch kochen, der Ari. Hm, komisch. Jetzt holt er Wasser und macht das da rein. Das ist auch gut so. Benötigt Leerung, das da rein. Wasser aufgenommen und da... Ja, warte mal, dann müssen wir die Prio bei dem Terrarium vielleicht höher setzen auch. Da kriegen wir auch dann Sauerstoff raus. Die beiden haben 5. Gibt's hier noch sowas mit Sauerstoff? Sehe ich jetzt nichts. Das läuft.
Jetzt nicht mehr. Hier kann geerntet werden. Wer zappelt da so rum? Hier unten. Eigentlich läuft das doch alles so weit, wie wir uns das vorstellen, oder? Der geht jetzt wieder zurück, weil er keinen Sauerstoff hat. Kann das sein? Aber hier ist doch Sauerstoff, oder nicht? Was macht er da jetzt? Ach so, der pflegt den. Okay. Ah, er wird jetzt gebürstet. Das ist schon mal gut. Mit Gestriege wild glücklich. Und hungrig ist er jetzt gerade auch. Was gibt's denn hier zu essen? Ah, da muss... Für Puff muss da... Ah, doch, ist aber da. Aber der hat ja auch dreckige Luft. Das reicht ihm doch, oder wie war das, ne? Wir haben immer noch Verhungern 3. Wer erntet? Es ist genug da zum Ernten. Ari meint jetzt hier gerade rum. Trauert. Wo sieht er denn hier jemanden, dass er trauert, oder? Das ist allgemein am Trauern. Sind die denn beerdigt? So, das können wir vielleicht die Prior mal ändern. Aha. Und das machen wir auch noch. Das auch, dann kommen sie dahin. Oder? Vielleicht das noch. Dann sollte das klappen, oder? Schauen wir mal. Ist er eine Nachteule? Ne, der geht jetzt schlafen, ne? Ja. Ein Level up gehabt. Er hat einen Fertigkeitspunkt erworben. So, da oben haben wir... Bauen haben wir auch. Viehzucht. Landwirtschaft haben wir. Viehzucht haben wir auch. Grillen hatten wir doch auch, ne? Irgendwer hatte doch Grillen hier. Ne, der Griller ist gestorben, oder? Ne, da ist er. Ari war der Griller. Kunst gibt's auch. Wäre jetzt aber nicht so wild. Fortschritt, die Forschung ist auch da. Die Forschung geht auch bis zum Ende durch. Tragfähigkeit haben wir da auch. Medizin fehlt uns, oder? Ne, haben wir auch. Verbesserte Stärke, aufräumen. Na dann. Kriegt er verbesserte Stärke. Dann haben wir das auch noch wieder was, dass da einer aufräumt. Essen kommt jetzt eigentlich rein. Wie sieht es hier mit Ari aus? 387. Schläft noch Ari. Verhungert und wie viel hat er? 500. Der dritte ist er hier auf Toilette gerade, ne? Turner ist das. Turner hat 600. Aber Ari holt sich gerade was zu essen, oder? 320. Aber Ari... müsste jetzt essen. Ari wird jetzt gleich sterben, wenn er jetzt nicht isst. Ari, essen. Ari, 270 noch. Nicht aufgenommen. Was macht er denn jetzt? Setzt sich da oben hin, hoffentlich. Das ist hoffentlich sein... Nee. Oh, nee, ne? Ari, du wirst jetzt sterben.
Kalorien 230. Ari, was machst du jetzt? Er macht was zu essen. Weil nichts da ist. Aber warum wird nicht geerntet? Warum isst Ari jetzt nichts? Warum holt er sich nichts zu essen? Jetzt baut er hier weiter, oder was? Ja. Ari, baust deinen eigenen Grabstein jetzt, oder wie sehe ich das? Sag nicht, der hinten ist schon fertig gebaut. Da ist auf jeden Fall jetzt was erreichbar. Ja, dann kann ich es auch nicht ändern, wenn er jetzt nicht was isst. Kann ich jetzt noch die Tische da prior hochsetzen, oder was? Ist das dann fürs Essen, oder was, die Prio? Ich weiß es nicht. Aber Ari wird jetzt sterben. Wenn er so weitermacht. Schaffst du deinen eigenen Grabstein noch? Ich glaube nicht, Ari, ne? Die zu zweit, oder? Naja, tatsächlich. 70. Er hat Hunger. Ari, du müsstest dir was essen besorgen, aber ich glaube, du wirst dir nichts zu essen mehr besorgen. Das ist es. So, dein Grabstein ist jetzt fertig, Ari. Da kannst du dich dann gleich reinlegen. 35, 34, 33... Ari, was machst du? Okay, er geht da hinten noch weiterarbeiten. Das war's dann. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und tot. Ari ist gestorben. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt kommt da ein Dingens, ein Jingle für das hier. Wir könnten Wasser kriegen oder eine Slickster-Larve. Ja, ich weiß nicht. Wir haben noch 4 Leute. Sollen wir noch einen dazu nehmen? Ich denke, wir nehmen erstmal das Wasser. Die müssen erstmal hier klarkommen. So, von den 4 verhungern 3. Er hat noch 367 Kalorien. Er baut das jetzt erstmal. Wie ist hier die Prio denn? Grabsteine noch, ne? Warum macht er das jetzt? Das ist jetzt nicht so wichtig, oder? Der baut jetzt erstmal. Und Kalorien 279. Aber warum wird hier nicht geerntet? Er hat erstmal was getrunken, das ist ja schon mal gut. Kalorien 600. Ja, er ist jetzt der Nächste, der wahrscheinlich stirbt hier, der Turner, oder wer ist das? Ja, Turner ist das. Der ist jetzt gerade auf Toilette gegangen.
9. 9. Wird jetzt hier geerntet oder nicht? Jetzt wird hier geerntet. Ja, da hat es dann Turner geschafft, ne? Ja, Turner ist tot. Wie bleibt er noch? Da, 500. Das ist nicht hören. Travaldo. Der ist satt. Er holt sich jetzt was. Ja, komm, dann. Sollen wir die Priorität hier auf 9 setzen, oder was? Ich dachte, wenn jetzt 5 ist, dann muss das doch funktionieren, oder? Schon komisch. Hier sind auch noch welche. Nur Nahrungsmangel ist klar. Jetzt haben wir aber 600 Kalorien mal da. Ah, das ist hier kaputt. Das muss mal repariert werden. Ah, hier. Er ist immer sehr besorgt um die Tiere. Da haben wir keinen Schleim. Oder was das auch immer, Rogen waren das, glaube ich, ne? Er erntet jetzt. Jetzt kriegen wir mal was zu essen zusammen. Das ist ja auch mal gut. Er isst jetzt schon mal was. 1300 Kalorien. Können wir das auch mal hier bei den ganzen Leuten sehen? Vitalwerte. Da. Okay, das geht erstmal. Er verhungert gleich schon wieder, der Harold. Wo ist er? Da. So, mit dem Essen, das haben wir jetzt, glaube ich, einigermaßen hingekriegt. Jetzt sind es nur noch 3, ne? Jetzt müssen wir das mit dem Sauerstoff noch hinkriegen. Hier läuft aber was mit Sauerstoff. Wo kommt der dann her, der Sauerstoff? Pumpen, Lüftung. Wo läuft denn jetzt der Sauerstoff? Da läuft denn nirgendwo. Wo kommt der Sauerstoff her? Verstehe ich jetzt nicht. So, hier vom Überdruckventil noch, oder was? Das ist dann noch gespeichert irgendwie, oder was? Ja, das ist aber nicht mehr viel dann, oder? Pustet da gerade so ein bisschen rein. Hier ist es aber besser. Der schläft und der schläft auch. Und er schläft da. Also nicht atembares Gas, Kohlendioxid. Aber es ist nicht so, dass einer von denen aufwacht. Das heißt, die sind erstmal ausgeruht. Das ist schon mal etwas wert. Also er ist derjenige, der... er hier, Travoldor, ist derjenige, der am besten drauf ist. Und er geht wieder Tiere schrubben oder was. Okay, er macht den erstmal sauber. Gepflegt. Untätig, zahm, hungrig, gepflegt, glücklich. Er ist untätig, zahm, leicht Verletzung, verhungert seit bis zum Tod. Was ist denn mit dem Futterautomaten hier?
Wo ist denn das hier für die Hockepanzer? Hockepanzer, doch passt, ist ja schon eingestellt, ne? Verschmutzte Erde mögen die auch. Okay, dann sollen sie die auch noch kriegen. Passt. Ist ja auch nichts drin zurzeit, ne? Dann muss der Futterautomat mal noch eine 7 kriegen, damit die nicht sterben, oder? Okay, wir haben aber schon wieder eine halbe Stunde rum, sind jetzt nicht so wirklich fortschrittlich hier unterwegs. Allerdings haben wir es geschafft, dass wir jetzt mal ein bisschen Essen haben. Wir haben leider nur noch 3 Leute. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Das muss repariert werden. Ist da oben was passiert? Oh ja, hier ist tatsächlich was passiert. Das bedeutet, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir vielleicht hier noch was abbauen. Und dann noch eine Leitung dahin zaubern. Das ist sanitär und das ist ein Radiatorrohr. Und das muss dann dahin. Hier ist die Prio 9. Da kommt einer und macht das schon mal. Das wird abgerissen. Das heißt, wir können das gleich wieder aufbauen. Und das auch. Da haben wir gerade die Prio verpasst. Die machen wir jetzt auch noch gerade auf 9. Das bedeutet, wir können das auch zerlegen. Und das auch zerlegen. Auch auf 9. Dann wird das doch fertig gebaut endlich, oder? Objekte fehlen Ressourcen. Machen wir das doch so. Das muss jetzt mal repariert werden, ne? Machen wir das so, damit das heile wird. Ich weiß nicht, wenn wir das hier rum haben, dann könnte es ja auch sein, dass es funktioniert mit warm werden, ne? Ist da so ein Ziegel hin? Könnte sein, oder? Okay, die halbe Stunde ist rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, herzlich willkommen, genauso wie das Teilen des Videos. Es ist jetzt zwar nicht so prickelnd mehr hier mit den 3 Leuten und wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir wieder aufstehen und daran arbeiten. Vielleicht kriegen wir es ja noch so ein bisschen hin, aber so, naja, es ist halt schon etwas schwierig, ne? Aber hier reparieren wir jetzt das Essen als nächstes und gucken zu, dass wir dann da vielleicht auch was hinkriegen, dass es wieder läuft, oder? Hier unten ist doch das Matschding noch heile, ne? Aber da fehlt der Strom. Dann müssen wir gucken, wo der Strom herkommt. Das müssen wir dann arrangieren, dass das auch wieder kommt. So, das Ding ist ja auch heile, ne? Okay, dann werden wir schauen, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Vielleicht geht es irgendwann mit der Kühlung hier auch noch. Die mache ich jetzt, bevor ich das nachher nicht mehr habe. Sanitär, dieses Rohr. Die 9 ist ausgewählt. Das und das. Und dann wird das ja auch ein bisschen kälter hoffentlich. Und funktioniert das dann nachher vielleicht hierfür. Momentan nicht so wichtig, aber ich würde es gerne heile haben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.